So, wir sind Groß Erlach Grab und können heute hier ein breites Spektrum an interessanten Informationen und Ständen sehen, wo der Boden relativ weich ist, ist es nicht sumpfig. Und hier, allerdings für mich etwas später, erst am Montag, aber dennoch sehr interessant, sollten wir uns unserer Geschichte bewusst sein, um aus dieser Geschichte zu schöpfen und für die Zukunft fit zu sein. Gehabt euch wohl in Groß Erlach Grab. Wir sind Montag kurz vor 12 gelogen. Es ist 11.25 Uhr jetzt angekommen. Nachdem das Wetter die ersten Tage nicht so cremig war, wird es heute besser. Der Veranstalter hat mir erlaubt zu drehen. Also darf ich das auch tun und freue mich, euch einen schönen Bericht auch aus Groß Erlach Grab am Limesmarkt zu zeigen. In diesem Sinne schauen wir mal, wie sich das schön entwickelt. Ja, grüßt euch. Hier bekannt aus TikTok mit vielen Aufrufen. Da wollen wir doch mal gucken, was wir hier erleben können. Hier gibt es dann die Kasse. Hier gibt es was Gutes zu futtern. Das lasse ich mir auch gleich nochmal erklären. Und dann schauen wir uns das mal näher an und versuchen mal mit dem Chef Kontakt aufzunehmen hinter seinen Hirschen. Das sieht ja mal richtig geil aus. Grüß Ja, aber dich! ein halber Meter drüber. Servus! Ja, ein bisschen versunken, versunken. Ja, ich habe hier Wacken 2.0, kann man sagen. Wir Ah ja. stehen hier schon seit dem Wochenende zuerst im Wasser, jetzt im Schlamm. Zum Teil 13 Stunden hier in der Küche und verlieren nicht unsere gute Laune. Ja, das ist gut, so lauter sprechen. Und dann sehe ich hier was brodeln im Topf. Was sehen wir denn da? Das ist der gerupfte Wikinger, verkochte Schweinefleisch im Honigwein. Das kocht quasi über Tage hindurch, entspricht der mittelalterlichen Küche, aber vielmehr sogar noch der nordischen Mythologie, denn meine Küche basiert auf der nordischen Mythologie. Warum ich auch nicht so auf arg tendiere, weil kann mir einer sagen, wie es in Valhalla ausschaut? Ich weiß es nicht, du weißt es nicht, es war ja keiner dort. War noch keiner dort. Das vielleicht jetzt auch gut, wenn die zurückkommen, weiß nicht, ob dem man begegnen möchte. Nee, ich glaube eher weniger. Und Adremir ist der Koch in Valhall, der den Eber Serimir im Kessel Eltremir gesiedet hat. Das Besondere an dem Eber war und am Kessel war, er wurde erst dann leer, wenn alle Krieger satt wurden. Und dementsprechend basiert auch dieses Gericht drauf, weil man überlegt, Odins Herr, ein riesen Aufmarsch, bis das Fleisch gar ist, muss es verkocht sein. Und in dem Moment, wenn er dann nicht leer wird, kocht es ja immer währenddessen weiter. Und so ist es quasi auf einer Art nordischen Mythologie-Basis eine, kann man sagen, Übersetzung oder eine eigene Interpretation der Speise.
Jo, wunderbar. Heute geht es noch bis 18 Uhr. Ich wackel noch ein bisschen durch. Ich komme dann nachher zurück auf das Angebot, hier mal eine, wie sagt man, eine Kelle oder einen Schupf oder voll also zu kosten. Also im Endeffekt wird es serviert mit einem frisch gebackenen Pfannebrot. Dann kommt ein Flexer Schmand drauf, Krautmöhre und dann das Fleisch oben drauf. Das und machen wir dann ins Bild nachher. Genau. Und es gibt sogar eine lustige Esserklärung dazu. Eine Essanleitung. Wunderbar. Bisschen Kürze. Dankeschön erstmal. Bitteschön. Jo. Diese tollen Dinge, die könnt ihr hier käuflich erwerben. Ihr würdet ein wahnsinnig So, grüße Sie, der Veranstalter hier in Grab am herrlichen Markt, den ich seit langem gesehen habe, groß und kräftig. Ein kleines Fazit und vielleicht eine Vorausschau oder nicht? Ja, das Fazit ist, es war ein harter Kampf, den Markt überhaupt auf die Beine zu stellen aufgrund der Witterung. Die ganzen Wiesen waren natürlich schwer befahrbar bis gar nicht mehr. Wir haben es dann aber trotz der ganzen Leute geschafft, den Markt hinzukriegen. Ja, mehr kann ich da leider noch nicht sagen, wie die Zukunft weiter aussieht, weil das müssen wir dann auch vereinsintern und mit den ganzen Wiesenbesitzern und so weiter erklären. Ja, herzlichen Dank. So, hier sind wir im Schlangennest Elixiere. Hier würde ich dann gerne einen heißen Met bestellen. Soll er haben? Kirsche oder Klassik? Klassik. Einmal Klassik, bitte. Bis später, Alex. Wenn ich die Aufnahme beendet habe, werde ich dann auch zur Zahlung schreiten. Das wollen wir hoffen. Ja, ja, wir preisen. Ne? So sieht es denn aus. Gibt es einen schönen Trinkspruch dazu? Oh, kein Mist. Überraschung. Med macht nicht nur schön, sondern schlau. Nur leider nur die anderen schöner und schlauer. Ja, nicht nur schön und schlau, sondern auch blau. Herzlichen Dank. Okay, so, jetzt schauen wir mal, was der junge Mann hier mit seinem Breitbeil. Schicken... Was für ein Ding? Ein Breitbeil ist das. Ein Breitbeil. Also gut, wir nehmen mal Abstand, damit wir nicht ins Schussfeld geraten. Ich erkläre kurz vorher, was hier gemacht wird. Ich versuche oder ich schlage aus einem Rundholz ein Kantholz. Wir haben jetzt gestern und vorgestern einen Stamm schon zum Kantholz bearbeitet. Das geht folgendermaßen, dass man zuerst den Stamm auf einer Seite zwei Kerben einschlägt, dass er nachher sauber liegt auf den Böcken, dass er nicht verrutscht. Und dann zeichnet man auf dem Hirnholz den Querschnitt an von dem Balken, den ich haben will. Dann muss ich mit dem Beil die Rinde abbeilen, damit ich mit einer Ascheschnur, einer Schnur, die durch ein Asche-Ruß-Gemisch gezogen wird, damit ich mir die Kante vormachen kann, wo ich nachher das Holz abschlagen will. Und ganz zum Schluss, wenn dann das Grobe abgehackt ist, auf allen Seiten kommt das Breitbeil zum Einsatz und mit dem Breitbeil wird quasi die Fläche nachher sauber, glatt und eben gemacht.
Ja, super, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, grüße Sie zu Grab. Was sehen wir hier? Das ist ein Axtwerfstand. Bitte hierher sprechen. Das ist ein Axtwerfstand, wo Kinder und Erwachsene versuchen dürfen, mit solchen Äxten stecken zu lassen. Genau, draufwerfen und reinschmeißen. Wunderbar, dann sehen wir gleich mal eine Übung dazu. Genau. Ich habe die Drehgenehmigung bekommen, ihn beim Werfen zu filmen. So, dann schauen wir mal. Hau rein. Selbst wenn das Teil nicht richtig trifft, hinterlässt es ordentlich blaue Flecken, falls es zur Selbstverteidigung benutzt wird. Ja, es ist okay, weil wir wissen, das ist nicht einfach und somit haben wir bestätigt, nur viel Übung hilft, ein Meister zu werden. Dankeschön. Nee, wir haben uns hier halt darauf spezialisiert, ein bisschen zu zeigen, wie die Bandbreite ist so von den Wikingern, was die Handelswaren waren, welche Räume sie bereist haben, weil wir haben ja normalerweise immer den raubenden und plündernden Wikinger im Kopf, aber eigentlich sind es auch friedliebende Menschen, so wie wir alle. Ja? Also klar, Krieg ist ein probates Mittel, mit dem sie Handelswaren akquirieren können und auch Menschen akquirieren können, ja, weil Sklaverei gehört in der Zeit halt auch dazu zum Handelsequipment. Aber eigentlich waren die trotz allem friedliebende Menschen, ja, und die haben sich mehr Geld angeeignet und mehr Reichtum mit Handel. Und wir wollen halt einfach ein bisschen zeigen, weil es ein bisschen anschaulicher ist, was da dazugehören könnte. Also sie haben so einfache Lebensmittel, Dinge wie Getreide, ja, wenn Sie gucken, im hohen Norden ist es schwieriger, Getreide anzubauen, natürlich, wenn es oft Schnee und Eis hat in den kalten Regionen, also müssen Sie das Getreide hier aus dem Rheinland importieren, zum Beispiel, ja, das ist dann kein Problem, wenn Sie hier die Küste runterfahren und dann hier nach Norddeutschland kommen, ja, wir kennen heute noch den Siedlungsort Heiterbu, ja, ist ein großes, ein schönes Museum dort, wo auch sehr viel Wikinger-Geschichte erklärt wird, aber es war ein riesiges Handelszentrum, wo aus sämtlichen Regionen hier aus diesem Bereich Händler zusammenkamen. Sie hatten die Kiewer Rus, ja, die Bevölkerung, nach der sich das heutige Russland benennt, ja, die hier in den Flussregionen, ja, bis ins Schwarzen Meerbereich gingen, ja, und da Waren aus dem Osten gebracht haben. Dazu gehörten Felle wie Rentierfelle, ja, die sie auch in Finnland natürlich jagen können. Die Sami-Bevölkerung macht das ja sehr stark bis heute. Ja, sie bringen Geweih mit, ja, sie bringen Schleifsteine und Speckstein mit. Ja, aber auch aus dem Osten, ja, wenn Sie dann gucken, wenn Sie mehr bis in die Byzanz-Ecke gehen, ja, das heutige Istanbul, damals für die nordische Bevölkerung Miklagard genannt, da haben Sie dann orientalische Gewürze. Ja, ich habe jetzt hier stellvertretend ein paar Zimtstangen dafür. Ja, aber was ganz wichtig ist aus der arabischen Ecke, sind tatsächlich, das ist ein Sklavenhandelsmarkt natürlich, ja, weil Sie fangen dann hier die slawische Bevölkerung ein. Daher kommt der Begriff Sklave, das kommt etymologisch von Slave, ja, weil das die meisten Sklaven waren. Aber nicht nur die Muslime kaufen das, sondern auch, obwohl es der Papst verboten hat, auch Venedig. Venedig ist ein großer Umschlagsplatz. Sie hätten die Serenissima, so wie sie heute ist, nicht ohne die Anfänge mit dem Sklavenhandel. Und es ist dann zwar offiziell verboten, Christen zu versklaven, aber die Slawen sind zu dem Zeitpunkt großteilig noch keine Christen. Und wenn sie Muslime versklaven, dann sind es auch keine Christen. Also ist immer so eine Sache, je nachdem, was sie dann machen. Und das versuchen wir hier natürlich mit den Stricken so ein bisschen zu verdeutlichen. Aber natürlich war Seil auch wichtig für Schiffstaue. Also teilweise wird dann oben vor Island werden Walrösser gejagt und die Wikinger bauen Schiffstaue aus Walrosshaut, weil die natürlich wahnsinnig stabil sind, ja. Aber weil wir es gerade schon von Italien hatten, in Italien kennen wir bis heute Murano-Glas. Natürlich importieren die dann dort auch Glas. Man muss aber dazu sagen, natürlich mutet das jetzt alles so als zusammenhängendes Handelssystem ab, aber das sind natürlich alles Etappen. Also sie fahren dann nicht ein Schiff, das dann quasi von ganz hier oben rumfährt bis Gibraltar und dann nach Italien ins Mittelmeer rein, sondern es ist immer Handelsstationen. Also bis heute haben wir ja Heiterbu als große Siedlung, die wir auch kennen mit dem schönen Museum, aber auch England ist natürlich ein wichtiger Handelspunkt und dann fahren sie immer Stück von Hafen zu Hafen und dann wird es umgeladen, ja, das wird dort verkauft. Natürlich werden dann drauf Steuern
erhoben, und je mehr Strecken sie natürlich haben und abdecken müssen und je mehr Zwischenhändler sie haben, desto teurer wird natürlich auch alles. Ja. Und das ist ja auch das, was dann im Hochmittelalter und im Spätmittelalter gerade Gewürze und sowas so teuer macht, weil an jeder Stoppstelle, wo sie quasi umladen müssen und große Logistik entsteht, werden Steuern erhoben. Und das macht natürlich die Ware im Endeffekt teuer. Und dann kann es sein, dass sie... Genau, dass sie für ein Dings, für eine Handelsware, die sonst eigentlich im Ursprungsland noch verhältnismäßig günstig wäre, dann im Endziel schweineteuer ist, ja, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja, super. Herzlichen Dank. Gerne. Und sehr ausführlich. Und für weitere Informationen werde ich mal schauen, was ich so reinkriege. Er fängt gleich ein neues auch an, aber der ist gleich fertig. Ah ja, okay. Du musst einen Report geben? Ja, klar. Warte. Hagyományosan nyárfából készülnek a fotálok. Azzal kezdjük, hogy először lekérgezzük. Und das ist jetzt für unsere ungarischen Freunde, die hier auch mal die Sprache etwas genießen. Ja, ja. Lass ein bisschen das Seele. Und wenn ihr euch fragt, was das werden soll, dann guckt mir hier kurz auf den Tisch. Ich vermute mal eine Schüssel, weil das so schön halbrundförmig ist. Was ist denn da? Jo, und so weiter und so fort. Herzlichen Dank. Aber du kannst herkommen, dein Essen kommt jetzt. Dankeschön, lass doch schmecken. Ja, ich sag danke fürs Warten. Was ich denn das machen? Hätte doch sagen können, ich geh woanders. Nee, ihr seid mir am sympathischsten von allen gewesen. Ach, wie süß. Oh, dankeschön. Dabei hieß es schon, wir wären unfreundlich. Genau, wir würden keinen Umsatz machen. Nein. Stopp. Der kommt weg. Stimmt. Man guckt bei euch an. Ja. Mega. Ja, hi. Nee. Ehrliche Küche. Kann ich euch helfen vielleicht? Ja, er holt noch Geld raus. Achso, ja, das könnte ja vielleicht helfen wegen der Diskussion. Das ist einmal der Gruppe für dich. Eine Essanleitung gibt es auch. Erst isst man ein bisschen Fleisch herunter, danach klappt man das Ding zusammen, steckt es Stück für Stück in den Mund hinein. Den Saft jedoch schlucken, nicht spucken, nicht nach hinten und nicht nach vorne kippen. So lass es dir schmecken. Dankeschön. Bitteschön. Und zwei Digger. So, jetzt wird das Ding verköstigt. Schauen wir mal, was sich da darbietet. Ja, wir sind eingeladen in der Söldnerküche zu dinieren und so haben wir das auch wahrgenommen. Das ist sehr interessant, es schmeckt sehr gut und zu empfehlen. Ja, hier noch eine Essanleitung.
man macht sich vom Rand ein bisschen was weg und greift damit ein bisschen Fleisch. Nochmal, aufmachen, neigreifen, essen. Sitting where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive. Alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, and sure it was no wonder, for so were her father and mother before, and they each wheeled their barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive. So, jetzt wird's spannend, weil ich lasse mir das mal gerne übersetzen von den zwei jungen Herren hier, die mir das erklären, was ich da gerade gesehen habe. Hallo, grüß Sie. Servus. Sie interessiert unser Gruppenname, ne? Ja, genau. Also, aussprechen tut man es Kölbeis Tinograwara. Das ist wahrscheinlich für 99% der Deutschen unverständlich. Wir kommen aus Nordostbayern, an der tschechischen Grenze. Und stellen eine Gruppe dar, ottonische Zeit, 10. Jahrhundert. Und der Name ist so entstanden, Kay West Tinogra. Was bedeutet das? Kay West, Kay ist Kuh, als Übersetzung. Waste ist Wüst, das ist räudig eigentlich, also absolut räudig, könnte man es vielleicht übersetzen. Kay West Tinogra, no Nab, also No bedeutet Nab. Das ist bei uns in der Mundart der Fluss. Und ich, mein Freund, oder meine beiden Freunde, wir wohnen alle an der Naab. Es war früher so ein Mischgebiet oben, also in den nördlichen Naab, bei der Quelle, zwischen Slawen und Franken. Und es war in der ottonischen Zeit. Otto war der Otto der Erste, war quasi der erste Deutsche vom Heiligen Römischen Reich, der deutsche Kaiser. Ne? Und wir stellen Slawen an, da wohnen beide nördlich, im nördlichen Bereich, im slawischen Bereich bei der Naab. Und unser Freund, der wohnt bei Regensburg. Der ist ottonisch eher geprägt im Prinzip und somit ist der Name entstanden, Kay West Tinograwara. Ja, und das ist eigentlich immer ein Gag, wenn man jemanden fragt, ob er es übersetzen kann oder ob er es lesen kann. Meistens können sie es nicht aussprechen und bei uns ist es halt ganz einfach Mundart. Und das ist das Schöne eigentlich bei uns, dass es in Deutschland so viele verschiedene Dialekte gibt. Ne? Und oft einmal, wenn wir in Baden-Württemberg sind, dann verstehen wir wahrscheinlich da auch was nicht, oder in Norddeutschland. Und unsere Kay West Tinograwara versteht auch keiner. Ja, aber es passt schon. Sehr schön. Und für mich gilt das als Kulturerhaltung und super. Richtig geil weitermachen. Dankeschön, dass ihr da seid. Bitte, viel Spaß noch. Dankeschön.
Ciao, bitte mal. Grüße Sie, was stellen Sie heute hier dar? Guten Tag, mein Name ist Lucius Quintus. Ich stelle einen Centurion, einen spätrömischen Offizier des späten 4. Jahrhunderts dar. Ja, und wo waren die dann aus Ihrer Sicht ansässig, das was wir heute hier sehen? Wir orientieren uns vor allem am Rhein. Wir sind die Romania Terrenum, die Römer am Rhein. Wir probieren möglichst authentisches Bild eines römischen Soldaten oder eben des Offiziers darzustellen mit Funden, die entlang des Rheins gefunden wurden. Super, herzlichen Dank. Vielen, sehr gerne. Leder über den Leisten ziehen habe ich schon mal gehasst wie die Pest, weil der Leisten nicht rein will und das Leder will ihn nicht haben. Und ich mache das ja nur hobbymäßig und deswegen kenne ich die kleinen fiesen Tricks nicht, mit denen man den Leisten zum Gehorsam zwingt. Aber Oberlider noch ein bisschen ausdehnen. Hier findet man auch noch die echten, guten, genagelten Sandalen. Stiefel. Okay, Stiefel. Drittes Jahrhundert, wir haben bereits Stiefel. Sandalen sterben ungefähr spätestens so 100 nach Christus aus als Marschsandalen. Und ab da tragen die Römer in der Regel geschlossene Stiefel. Danke für die Information. Gern geschehen. Dauert halt ein bisschen. Andere Seite. Es riecht echt geil, wie Waffeln. Das sind Waffeln und die riechen auch so. Allerdings ziemlich dünne Waffeln, sagen wir es mal so. Aber sie hat gefroren. Das geht bei uns auch so. Ja, das war immer zu Hause so, was weiß ich nach der Arbeit duschen und sowas. Hock mich dann in kurzer Hose, freien Oberkörper aufs Sofa und sie hockt da mit Decke eingemummelt. Du lachst so, ihr kennt das. Ja. So, heute darf ich euch präsentieren einen schönen Buntfalken. Der sieht ja mal toll aus. So, was guckt er weg? Der mag mich nicht. Kann ich verstehen. Guck mal, wie das sich wegdreht. Super. Ja.
Hallo. Mach mal wieder Werbung für euch. Okay, danke. Ist dann eine Muschel dabei und da sprichst du dann eben auf die Muschel was drauf und die kommt dann auch in das Säckchen, die steht dann für Fruchtbarkeit. Mhm. Und dann ist noch ein Teelicht dabei mit Beifuß und der Beifuß wird dann im Teelicht verbrannt, um deinen Garten zu schützen. Mhm. Und ja, dann auch immer gerne eine kleine Spende in die Box haben. Mach's für den Veranstalter, das Video.